Oh, Cicero kümmert sich um die Leiche unserer Dame. Ölt sie ein, konserviert sie, hält sie sicher. Er sorgt dafür, dass niemand sich dem Sarg unserer Oberin respektlos nähert. Und wer ist die Mutter der Nacht? Oh, was? Wer ist die Mutter der Nacht? Oh, ihr erlaubt euch einen Scherz. Ich bin neu im Geschäft, das ist alles. Mit dem leichtgläubigen Cicero. Ihr wisst natürlich, dass die Mutter der Nacht unsere unheilige Oberin ist. Der unvergängliche Geist einer großen Frau, die Kinder des Cities gebar. Und sie tötete. Ihm zu Ehren. Tja, dann erzähl mir noch was über Cities. Das ist, als müsste ich euch von der Kälte des Alls oder dem Schrecken der Nacht erzählen. Cities ist all das. Er ist die Leere. Okay, vielen Dank, Cicero. Bis zum nächsten Mal, Bruder. Ja. Wir unterhalten uns in der nächsten Aufnahme auch gerne etwas langfristig mehr mit Astrid und den anderen aus der Bruderschaft. Aber, wie gesagt, das hier zum Beispiel, dieses Einfrieren, geht mir dezent auf die Nuss. Ich musste eben, weil das Spiel nochmal neu gestartet werden musste, ohne Rechnerneustart, nochmal, ich weiß nicht, was das ist, nochmal so ein bisschen gucken, woher es kommt. Ne? Also ich hatte zwischendurch eine Aufnahme gestartet, dann hat es ein paar Minuten fehlerfrei funktioniert und jetzt zuckt es wieder rum. Ich, keine Ahnung, woher es kommt, aber es macht mich fertig. Ich hoffe nur, wie gesagt, dass die Aufnahme dadurch nicht asynchron wird. Wir machen noch ein paar Minuten, wir gehen mal nach Weißlauf und sammeln Serana wieder ein. Was, Weißlauf? Halt, Moment, bevor ich das mache. Hab ich gespeichert? Ich weiß es nicht. Und, Weißlauf, da. Und dann geht's nochmal zur Dämmerwacht. Ich bin gespannt, ob sie was sagt, da ich kein Vampir mehr bin. Wahrscheinlich ist sie enttäuscht. Wenn sie überhaupt was sagt. Ich hatte sie doch hier irgendwo abgestellt. Serana? Ah, hallo? Ja gut, dann gehen wir gleich zur Dämmerwacht. Was soll's? Die wird sich schon wieder anfinden. Hoffe ich mal. Ja. Nun. Dann machen wir noch ein paar Minuten mit Dämmerwacht und Dawnguard DLC und schauen mal, wie weit wir kommen. Das ist vielleicht noch so 20 Minuten oder sowas. Das sieht doch. Ja. Stört es euch, dass wir uns gegen euren Vater verbündet haben? Ich kann nicht gerade sagen, dass es mich überrascht. Ich dachte mir schon, dass es eines Tages darauf hinauslaufen würde. Ich wusste nur nicht genau wann. Ja, wie sieht's aus? Kriegst du das hin, deinen alten Herrn über die Klippe springen zu lassen? Wenn. Ich hatte angenommen, dass das die ganze Zeit das Ziel war. Ich habe versucht, meinen Frieden damit zu machen. Nun los. Wir können uns später darüber unterhalten. Ich kenne da übrigens jemanden, der könnte dich von deinem Schnupfen heilen. Irgendwelche Hinweise auf die anderen Schriftrollen? Dexion sagte etwas über diese Schriftrolle. Was war es? Hat es etwas mit Drachen zu tun? Vielleicht sollten wir es in der Akademie von Winterfeste versuchen. Das klingt wie etwas, womit sie sich auskennen könnten. Ja, mal gucken.
Eine haben wir ja. Nee, das ist nicht der, den wir suchen, oder? Wo ist der Chef von dem Laden? Ist der auch dabei? Gunma, Surin, Jurat. Dexion, hi. Redet! Ich brauche die Schriftrolle der Alten, die von den Drachen handelt. Ich wünschte, ich könnte helfen. Die Schriftrollen haben schon so oft den Besitzer gewechselt, dass es schwer ist, die Übersicht zu behalten. Normalerweise würde ich vorschlagen, dass ihr in der kaiserlichen Bibliothek der Kaiserstadt nachforscht. Aber leider besteht diese Möglichkeit nicht mehr. Danke, dass du mir im Weg stehst. Geh, bitte. Also, hallo? Warum denn nicht? Die Schriftrollen der Alten verschwanden ungefähr im Jahre 175 dieses Zeitalters und wurden von unbekannten Mächten über ganz Tamriel verstreut. Wenn ihr die letzte Schriftrolle finden wollt, werdet ihr euch wohl an jemanden mit magischem Wissen wenden müssen. Vielleicht versucht ihr es in der Akademie von Winterfeste? Aha. Das ist ja interessant. In Oblivion war ich tatsächlich mal da drin und hab mir angeguckt, wo die Schriftrollen sind. Also da musste man per Auftrag mal rein. Können wir gerne machen. Serana, wir quatschen gleich. Ich wollte eigentlich mal... Ich suche wieder diese Treppe, ne? Hier, ne? War das die oder eine andere? Ich bin ja da... Mal gucken. Ah. Oh. Oh. Sag mal, hier fehlt doch noch einer, oder? Wo ist denn hier? Ich habe seinen Namen vergessen. Wo ist der Chef von dem Laden? Der Brummige. Der ein bisschen aussieht wie Nick Fury, bloß mit zwei Augen. Jetzt, da die Dämmerwacht wieder erstarkt ist, geht es mit dem Schreckensreich der Vampire zu Ende. Ist ein Laden? Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ach, das ist er doch. Moin, Isram. Seid immer wachsam. Vermeidet den Schlaf, wenn ihr könnt. Schlaf ist etwas für Schwache. Ich schlafe gerne. Na denn, auch zur Akademie von Winterfeste. Ich werde die Ork-Festung wissen lassen, dass man euch vertrauen kann. Nun solltet ihr dort willkommen sein. Was hat er gerade gesagt? Ork-Festung? Willkommen? Was? Meint er mich? Möge euer nächster Kampf siegreich sein, mein Freund. Wie sie meinen. Kämpft. Gut, Serana, kommst du mit? Braucht ihr etwas? Sobald ihr soweit seid. Ich reise ja lieber alleine, aber wenn sie hier vergammelt und so, sie kann ruhig mal 3 Meter mitkommen. Dann geht's jetzt ab zu Akademie von Winterfeste. So, ich hoffe, die sind damit d'accord, dass wir einen Vampir anschleppen. Ich gerade doppelt. Bitte behelligt den Erzmagier nur, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Die Wiederherstellung ist eine völlig Wenn es Probleme gibt, lasst es mich wissen. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles seinen Gang geht.
Lasst uns nach drin gehen oder in eine Wisst Höhle. Wisst ihr, es heißt, das Wissen an sich ist schon was? Belohnung genug. Nach drin oder in eine Höhle? Das klingt beides falsch, Serana. Tut mir leid. Halle der Bekräftigung. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Bibliothek. Da waren wir doch schon mal, oder? Warum verschwindet das Kotelett ist ein bisschen angespannt, kann das sein? Oh. Und schon wieder muss ich höchst beleidigende Nachrichten. Also so biestig wie die ist, wundert mich das nicht. Arcaneum, genau. Da ist doch mein Lieblingsorg. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Das ist ein Kneiper, oder? Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Kannst du mir helfen? Verstanden. Ich suche eine Schriftrolle der Alten. Und was wollt ihr damit? Ja. Wisst ihr denn überhaupt, wonach ihr da fragt? Natürlich, tue ich das. Habt ihr nur eine? Na, erzähl mir mal ein bisschen mehr. Ich wusste es. Alle kommen hierher und erwarten, dass ich ihnen helfe. Und dann stellen sie noch nicht einmal die richtigen Fragen. Schriftrollen der Alten sind Instrumente des enormen Wissens und besitzen ungeheure Macht. Um eine Schriftrolle der Alten zu lesen, braucht man einen hochgradig ausgebildeten Verstand oder riskiert, dem Wahnsinn zu verfallen. Selbst dann nehmen die Göttlichen dem Lesenden als Preis sein Augenlicht. Wer hat die Schriftrolle der Alten geschrieben? Gute Frage. Ein Preis? Wofür? Also gut. Habt ihr denn eine, die mir nutzen könnte? Ach, auch nicht schlecht. Wer hat die alten Schriftrollen geschrieben? Es würde allein schon einen Monat dauern, euch zu erklären, warum schon diese Frage nicht den geringsten Sinn ergibt. Die Schriftrollen existieren hier bei uns, aber auch darüber hinaus und darunter. Vorher und nachher. Sie sind Substanz gewordene Teile der Göttlichen, durch die wir sie erkennen können. Verzeiht, wer von den Schriftrollen spricht, verirrt sich oft in lästigen und nebulösen Metaphern. Manche, die sie hingebungsvoll studieren, verlieren darüber den Verstand. Okay. Was wäre das für ein Preis? Die einfachste Antwort wäre wohl Wissen, wobei einfach ein Wort ist, das nun wirklich nicht zu einer Schriftrolle der Alten passt. Sie ist eine Reflexion aller möglichen Zukünfte und Vergangenheiten. Jeder Lesende sieht die verschiedenen Reflexionen aus einem anderen Blickwinkel und erhält dadurch oft eine ganz eigene Interpretation. Dennoch ist alles davon wahr, selbst die Unwahrheiten. Ganz besonders die Unwahrheiten. Also hast du denn jetzt was da, was mir helfen könnte? Sag mal. Ha. Und ihr glaubt wirklich, dass ich... Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Wer schubst mich denn jetzt durch die Gegend? Oh, toll. Moment. Sag mal, Serana. Kellerwacker. Halt. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ein Magier ist nur so gut wie sein Wissen. Wir verwalten diese Sammlung nun schon seit der zweiten Ära. Seither kamen und gingen manche Bücher. Doch die... Ja. Und was wollt ihr damit? Wisst ihr denn überhaupt, wonach ihr da fragt? Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Ich muss eine finden. Ich habe gehört, dass ihr mir helfen könnt. Ich weiß ja nicht, wer euch das gesagt hat, aber ich werde tun, was ich kann. Wir haben auf alle Fälle Unmengen an Büchern. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel.
Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Ich suche eine Schriftrolle der Alten. Und was wollt ihr damit? Wisst ihr denn überhaupt? Ich wusste, Schriftrollen um eine Schrift. Selbst dann nehmen die Göttlichen dem Lesenden als Preis sein Augenlicht. Ha! Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Informationen über sie. Natürlich. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. So macht er das jetzt wirklich, oder? Kämpft wacker. Hier, bitte, kleckert sie nicht voll. Was hat er mir jetzt Ah, okay. Auswirkungen der Schriftrollen der Alten. Oh, Unter Gelehrten sind die Gefahren, die das Lesen der Schriftrollen der Alten birgt, allgemein bekannt. Die Wirkungsweise dieser Auswirkungen ist jedoch noch weitgehend ungeklärt. Theorien über Geheimnisse und göttliche Vergelten waren reine Spekulationen und basieren auf nur wenigen tatsächlichen Forschungen. Ja gut, das wissen wir ja durch den Mottenpriester, durch unseren Freund aus der Dämmerwacht, dass das man blind werden kann im besten Fall. Oder im schlechtesten, sucht's euch aus. Ich, Justinus Polonius, habe der gründlichen Dokumentation der von den Schriftrollen bei Leserinnen gewidmet. Bislang konnte ich jedoch nicht eine einheitliche Theorie darüber entwickeln, welche Form des Leidens annehmen, weshalb ein Objekt künftiger Forschung bleibt. Ich habe die Auswirkungen in 4 Gruppen unterteilt und entdeckt, dass die Effekte zum größten Teil vom Geist des Lesers abhängig und dieser zu verdeutlichen werden. Die folgende genau zu beschreiben. Erste Gruppe, die Unbedarften. Für diejenigen, die über keinerlei Wissen über die Geschichte oder die Wesensart der Schriftrollen der Alten verfügen, ist die Schriftrolle letztlich wirkungslos. Der Leser kann weder Prophezeiung sehen noch Wissen erlangen. Und wenn die Rolle auch dem Ungebildeten kein Wissen bringt, so schadet sie ihm zumindest auch in keinerlei Weise. Die Rolle scheint von seltsamen Buchstaben und Symbolen überzogen. Diejenigen, die ein wenig von der Astronomie verstehen, behaupten, oft Sternbilder in den Mustern zur Verbindung zu erkennen. Aber die Spekulationen lassen sich nicht überprüfen, da die Studie verlangt, dass die Testsubjekte ungebildet sind. Okay. Gruppe 2. Der ungeübte Verstand. Diese zweite Gruppe ist sich der Gefahren im Lesen der Schriftrolle liegend bewusst. Es sind Personen, die eine Vorstellung von der Natur der Schriftrollen der Alten haben und sie verfügen über ausreichend Wissen, um sie lesen zu können. Allerdings fehlt es ihnen an der notwendigen Disziplin, um die zerstörerische Wirkung, die ein kurzer Blick und die Unendlichkeit hat, abwenden. Diese unglücklichen Seelen erblinden unmittelbar und unwiederbringlich. Dies ist der Preis, den sie für den Überanspruchung ihrer Fähigkeiten zahlen. Es bleibt jedoch zu erwähnen, dass sie die Blindheit auch ein Teil des versteckten Wissens kommt. Dabei hängt es von der Person und ihrem Platz in der größeren Ordnung ab. Ob sie sich dabei um Wissen über Zukunft, Vergangenheit, das Wesen des Seins handelt, aber Wissen wird in jedem Fall erlangt. Okay. Die dritte Gruppe, das moderate Verständnis. In Tamriel scheint nur der Kult der Ahnenmotte, das kennen wir ja, da ist einer unserer Freunde, den hatten wir gerettet in einer der letzten Aufnahmen, Disziplin entwickelt zu haben, die den Geist eines Lesenden der Rolle schützt. Die Novizen unterziehen sich dem strengen geistigen Zucht und oft dürfen sie erst nach einem Jahrzehnt oder mehreren im Kloster ihre erste Schriftrolle der Alten lesen. Die Mönche
die schon viele ungeschützte Geister unter ihren ungeduldigen Schülern erlebt haben, behaupten, dass sie dem Schutz des Eingeweihten dient, mit ausreichend Seelenstärke gewappnet wird. Die Sicht der Lichter zwar geschwächt, aber bei weitem nicht so stark, wie bei den Ungeschützten. Die Sicht vernebelt sich, aber Formen, Farben und Texte bleiben lesbar. Auch das Wissen der Schriftrollen offenbart wird so gemäß und der Bedarf der Meditation und der Reflexion der Gesehene von sich würden wiedergeben zu können. Vierte Gruppe, erleuchtetes Verständnis. Zwischen den vorigen Gruppen und diesem befindet sich ein Kontinuum, welches bislang nur von Mönchen der Ahnenmorde durchquert wurde. Je mehr sie lesen, umso blinder werden sie. Mönche aber, sie erlangen größeres und detailliertes Wissen, während sie jede wache Stunde damit verbringen, die Offenbarung zu studieren. Steigert sich auch ihre Seelenstärke. Es gibt für jeden Mönch den Tag der vorletzten Lesung, an dem das Einzelwissen, das die Schriftrolle offenbart, darin liegt, dass die nächste Ich merke gerade, dass die Aufnahme abgestürzt ist. Jetzt ist nur die Frage, wie lange schon. Oh, ich breche heute echt ins Essen. Okay. Dann machen wir an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Wir setzen bei Punkt 4 nochmal an. Ich habe keine Lust mehr. Es reicht mir. Oh, es ist doch nicht wahr. Warum? Ja. Lange Rede, kurzer Unsinn. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist nicht zu lange eine Pause jetzt drin. Ich habe das gerade erst gesehen. Ja, wenn es gefallen hat, trotz der ganzen Pannen, lasst ein Däumchen da, teilt das Video. Und vergesst auch nicht zu abonnieren. Glocke nicht vergessen, Facebook Co. Alles in der Videoinfo zu mir und zum Spiel. Wir sehen und oder hören uns bei der nächsten Runde Skyrim, wenn ich wieder mal verzweifle. Also bis dato reingehauen.